Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer Runde Solo im Squad. Also ich war jetzt nicht Solo im Squad, jetzt bin ich Solo im Squad. Meine Teamkameraden waren gerade mit mir Prison, aber ich habe leider keine Waffe gefunden und musste deshalb weglaufen. Sie sind draufgegangen, haben noch kurz geflamed, sind dann gegangen, nachdem sie verloren hatten. Also ich wurde beschossen, bin deshalb abgehauen. Und ja, ne, so ist das halt, wenn man verliert, flamed man noch kurz russisch und dann geht man halt. Ich bin noch nicht ganz sicher, vielleicht hat mich auch mein Teamkamerad angeschossen, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Und zumindest saß er auf dem Radar so ein bisschen nach Haus. Ich mache da aber keinen Hehl drum. Ich spiele auch gerne alleine im Squad. Ja, krieg ich nix. Wo ist meine Ausrüstung? Ist eigentlich nicht so toll. Wie weit müssen wir denn? Eine ganze Ecke? Ach, das geht ja. Ist gar nicht so weit. Also man hat mir mal gesagt, dass es in Squad wirklich schlimm zugehen soll mit Teamkiller. Kann ich gar nicht richtig verstehen. Also bei mir ist das noch nie vorgekommen. Ah, ich wollte mich in der Situation noch kurzzeitig nicht umdrehen. Ich war so auf dem Weg zum Sumpf. Und Prison und hinter mir stand einer mit der Shotgun. Mysterious. Naja. Ich bin ganz froh, dass sie weggegangen sind. Destruktives Gequatsche brauche ich nicht. Hätte er ja machen können, wenn er denn nicht dann einfach noch durch eine Tomatendose gesprochen hätte. Ja. Das war das Allerschlimmste. Es tat meinen Ohren weh. Ach, ja, manche Leute, ne? Manche Leute. So, wo sind denn die Prison-Leute? Wir müssen noch langsam aber sicher mal weiterlaufen. Ist da oben einer? Mir wart kurz so. Sind wir so ein bisschen fraglich. Entweder sie laufen hier vorne raus. Zu der Hütte hier. Oder sie laufen weiter zur Brücke. Kann man hier hoch? Sieht irgendwie nicht an. Doch, geht tatsächlich. Vanish. Sie müssten so langsam mal sicher durch sein im Prison. Selbst wenn sie langsam waren, müssten sie schon fertig sein. Drüben ist noch eine Kiste dran. Ich bin etwas verwirrt. Das klang super nah. Vielleicht auch wirklich direkt über mir. Ich sehe aber keinen Rauch. Wo seid ihr? Oh, ihr Kinderlein, kommet. Na gut. Oh, ich habe das Loch zu spät gesehen. Achso, nein. Danke. Den nehmen wir. Da. Gegnerisches Team, wo seid ihr? Ich bräuchte noch einen Snipper oder so. Dann könnte man ein bisschen. Weißt du, machst du einen vom Team auf Distanz platt und dann der Rest. Einer versucht dann immer zu helfen und den Rest ist dann 2 gegen 1. Das funktioniert schon.
Am idealsten wäre natürlich, wenn zwei Teams aufeinander schießen würden jetzt. Ja. Oh. Noch ein Mana-Trank da oben drauf. Wie kann man denn sowas übersehen? So durch die Läden streifen. Ich spiele gerade eine Frau. Deswegen Shopping. Ach Mensch, was habt ihr denn hier Schönes? Ach Mensch. Nur noch mal ganz kurz hier rein. Dann gehen wir hinten wieder raus. Noch 25 am Leben. Gucken wir noch mal kurz hier im Truck nach. Vor mir, da. Ist einer. Hat gerade einen Baum abgebaut. Ganz kurz gucken. Laufen jetzt wahrscheinlich Richtung Zone. Ist das da noch? Und Schlaftrank. Als Long Range Waffe ist die Pistole definitiv nicht schlecht. Ja. Kann man schon mal One-Clicks verteilen. Da. Wir mischen uns natürlich ein. Sofern es uns möglich ist. Die basteln sich einen Watchtower. Super wenig Materialien. Das Ding ist, sie kämpfen nicht wirklich gegeneinander. Ära ausgelöscht, weil er meine Snipper dabei hatte. Naja, wir bewegen uns jetzt Richtung Zone. Es sind nur noch 15. Ein Dreierteam hatten wir gesehen. Ich glaube aber auch, dass die gewonnen hatten, deswegen habe ich da nicht geschossen. Eigentlich sehr schade, dass der Busch da kaputt gegangen ist. Ja, wir gehen erstmal. Oh, ich habe eine Idee. Wir spielen Tree Monkey. Come on. Let's go.
rein in den Zone. Hoffen, dass uns jetzt keiner sieht und dann gehen wir hoch. Haben wir einen Zonenrand. Und mit etwas Glück überleben wir das. Gehen wir hier vorne auf den Hill und bauen uns dann rückwärts hoch auf den Baum. Auf den da. Ich denke, das macht Sinn. Die meisten Leute bleiben halt eher am Rand stehen. Da hoch. Scheiße. Komm on. Komm schon. Noch einen rüber. Und drauf stehen bleiben, danke. Hat mich einer gesehen oder was? Kommt einfach die Sauna an. Unter mir ist ein Drop gelandet. Ja, wir haben 25 Schuss mit der Sniper. An sich ganz gute. Ich dachte kurz, da wäre einer. Wir werden noch abwarten, ja. Wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich natürlich irgendwo mit eingreifen. Der, den ich kurz gesehen hatte. Scheiße, ist das ein Team jetzt noch? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hoffe, es sind zwei Teams. Da habe ich ihn gesehen. Ich kann ja wirklich einen Explosives haben. Jetzt gucken wir mal, wer gewonnen hat. Da hier gar keiner mehr schießt, ist das echt assi. Aber wenn, wäre ich auf jeden Fall schon mal Zweiter. Ich sehe ihn, aber... So sind sie. Ich will nicht runterfallen. 1 gegen 2 sind es noch. Vermute ich. Ich bin noch nie auf so einem Baum gekraxelt. Das ist mein erstes Mal. Und ich weiß noch nicht so richtig. Wie weit man steppen darf, ohne runterzufallen. Sehen da oben. Da hinterm Stein ist er. Seht ihr ihn?
Sieg im Random Squad Solo. Ach, mit 3 Kills. Ja, meine Lieben. Strategie oder Team? Ja, meine Lieben, Strategie ist voll aufgegangen, würde ich mal so behaupten. Ich musste jetzt schießen, weil er gerade auf den Baum geschossen, wo ich drauf stand. Ich wäre runtergefallen, hätte richtig Schaden kassiert. Ja. Ich feiere jetzt noch ein bisschen. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Luck, muss ich ehrlich dazu sagen, ja, dass ich jetzt gegen Einzelne gekämpft habe. Ich denke aber auch, 1 gegen 2 hätte ich hier ganz gute Chancen gehabt auf der Position. Schönen Dank für euren Support. Hoffe sehr, dass es euch gefällt. Macht's gut, bis dahin.